Der Weitwinkel ist irgendwie ein bisschen zu weit, habe ich das Gefühl. Hey Freunde, ich wollte nur sagen, ich lebe wieder. Die letzten zwei Tage kamen ja keine Videos und ihr habt mich so vermisst, was? Aber hey, dafür waren die letzten Videos richtig mit Liebe gemacht, denn ich war ja am Vorproduzieren und war ein bisschen durcheinander. Lass uns doch mal die Isaac-Kommentare checken vom letzten Run. Du bist nicht so der Blitzmerker, oder? Holly, du bist halt immer viel zu hektisch. Holly, lass es lieber mit dem Vorproduzieren. Schlechtestes Video seit langem. Boah, Holly, ich darf dir einfach nicht zusehen. Ich bring mich noch um wegen deiner Vergesslichkeit. Ja, gut, ich merke schon, ihr hattet sehr viel Spaß. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen im Stress bei der Folge, aber da sind nur ein paar Heinis, die mich da fertig machen und sowas. Aber der Großteil der Community, ne? Ha, das sind wahre Isaac-Profis und Isaac-Profis wissen, dass nicht jeder Run super läuft. Und ja, ich war da ziemlich dumm. Aber hey, auf jeden Fall sehe ich gerade, die nächste Isaac-Folge ist am Hochladen und kommt heute online. Und die ist ziemlich geil. Schauen wir mal, wie lange es dauert. 134 fucking 1000 Minuten! Das sind fast 3 Tage, Mann. Glaube ich, könnten noch ein bisschen weniger sein. Auf jeden Fall ist unser Internet so langsam, Mann! Wir haben extra gewechselt, weißt du, Kabel Deutschland. Wir hatten davor 2 Mbit Upload. Jetzt haben wir extra gewechselt, weil wir da wenigstens 6 haben. Ne? 6. Und wir haben jetzt immer noch 2. Und warum schiebe ich euch noch mehr Geld in den Arsch, wenn ihr mir trotzdem nur 2 gebt? Wir hatten 6 Mbit vielleicht für 2 Tage oder sowas. Und Stream ist auch ziemlich scheiße, wisst ihr? Ich will heute streamen, aber mit 2 Mbit ist es echt richtig kacke. Da könnte es zu Problemen kommen. Also geht noch so, aber es ist nicht perfekt, Mann. Hey, Kabel Deutschland. Ihr wisst, wenn ihr mich weiter so quält, werde ich eines Tages anrufen. Und ich werde dann am Telefon ausflippen und dann solche Wörter sagen wie zum Beispiel Blödkuh oder sowas, okay? Und ich werde Gefühle verletzen. Es wäre deswegen schön, wenn ihr mir vielleicht ein Upload von... Also nicht von 2 Mbit gibt, sondern ein Upload von 6, für den ich auch zahle, ne? verrückte Idee jetzt, ich weiß, aber vielleicht nicht für 2 Tage, sondern für immer. Solange, bis ich kündige. Ansonsten weiß ich nicht, Mann. Ansonsten weiß ich nicht. Vielleicht ein Breakdance-Battle. Wollt ihr ein Breakdance-Battle? Ein Isaac versus, hä? Ich mache euch überall fertig. Gebt mir diesen Upload. Bitte! Ja, deswegen dauert's heute, ne? Die Videos kommen etwas später. Vielleicht kommt auch zuerst Bloodborne oder so. Hector kommt der letzte Part auch noch online. Ich will endlich hier, Nuclear Thrones... Alter, dieser Weitwinkel, ne? Also, ich will auf jeden Fall den Nuclear Throne hier sehen. Ne, ich habe das Spiel gekauft. Wie heißt denn? Nuclear Thrones, glaube ich, ne? Das ist so ähnlich wie Isaac. Also auch so ein Roguelike. Ich sag, es ist eigentlich jetzt nichts mit Isaac zu tun, so ziemlich. Es ist nur das gleiche Genre. Und... Ja, ich will mir das auf jeden Fall angucken. Der Northern Lion spielt das schon sehr oft und ich mag solche Spiele. Deswegen spiele ich ja auch Isaac wie ein Verrückter. Ich versuche heute auch noch zu streamen. Vielleicht wird das aber nichts. Muss ich mal schauen. Ich bin ein bisschen... Ich will wieder vorproduzieren, ne? So wenigstens 3 Tage oder sowas, weil ich habe die nächsten Tage viel geplant. Ich überlege mir auch ein Piercing zu machen. So ein Spider-Bite, weißt du? Eigentlich stehe ich schon ein Leben lang auf Piercings. Tattoos sowieso. Ein Tattoo will ich mir demnächst auch irgendwann machen lassen, aber ich will es mir gut überlegen. Keine Ahnung. Mir fällt einfach kein Motiv ein. Einfach hier so das YouTube-Logo und vielleicht ein 500-Euro-Schein oder sowas, ne? Das würde ja passen zu diesen geldgeilen YouTubern. Ha. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, solche Spider-Bites zu machen, ne? Natürlich aber mit Gewichten dran, weil das männlich ist und sowas. Aber ich weiß nicht, muss mal gucken. Warum nicht, ne? Solange man noch lebt, sollte man vielleicht alles Mögliche probieren. Und ich lief jetzt, wie viel? 22 Jahre ohne Piercings rum. Ja, vielleicht habe ich einen, aber ich sag nicht, woho. Manchmal bibbelt es wie bei der Kuhglocke, aber das ist eine andere Sache. Ich war halt großer Fan von Traumschiff Surprise und da dachte ich mir, hey, mache ich mir auch so eine Kuhglocke als Piercing. Aber hey... Okay, lange Geschichte. Gut, das war's jetzt. Ich lebe, wollte ich nur sagen. Und wir sehen uns dann demnächst in Videos wieder, ne? Wie in diesem hier zum Beispiel. Es macht Spaß, solche Vlogs zu machen. Ich hoffe, dieser Weitwinkel stört euch nicht. Und kann man das irgendwie ausmachen? Das frage ich mich auch. Ich glaube, man kann ihn auch irgendwo ausmachen. Meine Nase sieht aus wie eine riesengroße Kartoffel in diesem Weitwinkel. Egal, scheiß drauf. Ich muss mich jetzt an Bloodborne setzen und wir sehen uns dann gleich. Und Schnitt.